Gefühle stehen für Frauen bekanntlich oberhalb von Fakten und Vernunft. Das ist meine persönliche Beobachtung und du musst mir hier nicht zustimmen. Eine ernste Beziehung mit hyperliberalen Frauen einzugehen, kann ich dir auch dann nicht empfehlen, wenn diese Frau super heiß aussieht. Du wirst an mich denken, wenn du es dennoch tust. Und nein, ich bin kein MGTOW-Anhänger. Übrigens, es ist jetzt offiziell. Mehr als die Hälfte der liberalen Frauen haben ein diagnostiziertes psychisches Problem und tendieren überproportional dazu, Depressionen zu entwickeln. Zugrunde liegt hier eine im EY Magazine veröffentlichte Studie, nach der es einen Zusammenhang zwischen progressiven Ideen und psychischer Gesundheit gibt. Ich empfehle den Artikel mal durchzulesen und verlinke dir das Ganze irgendwo unten. Also deutlicher geht es nicht. Man hat hier sage und schreibe 56,3% der liberalen Frauen im Alter von 18 bis 29 Jahren psychische Probleme diagnostiziert. Besonders anfällig scheinen jene zu sein, denen man eingeredet hat, Ungleichheit wäre ein Verbrechen und vermeintliche Unterdrücker müsse man radikal bekämpfen. Freilich ist das Gegenteil der Fall. Ungleichheit steht für natürliche Vielfalt, Hierarchien geben Stabilität und nur die wenigen Leistungsträger sorgen für Fortschritt. Ich will das hier jetzt nicht zu sehr ausweiten, du kannst den Artikel ja selbst lesen. Worauf es mir ankommt, ist die offensichtliche, massive emotionale Unausgeglichenheit bei liberalen Frauen und auch die Radikalität, die sich dann auch in einer Beziehung mit einer solchen Frau zeigen kann. Und wieder, das ist nur meine Beobachtung. Been there, done that, thanks but no thanks.